So, servus, jetzt sind wir wieder in der Küche beim Junior und beim Sepp. Jetzt machen wir heute mal so, eine Einführung in die Basics der Küche. Und zwar, was machst du heute? Heute machen wir Gemüsefond. Ein Gemüsefond, jawohl. Genau, Gemüsefond, ganz klar Basic, ohne den kommen wir in der Küche gar nicht aus. So, da haben wir hier schon mal was klein geschnippelt. Was hast du da alles drin? Karotte, Zwiebel, Lauch, Champignons. Genau, da sind noch Tomaten. Du hast schon geschnitten, oder? Auch schon gewürfelt. So, was ist mit dem Knoblauch da hinten? Der spielt da keine Rolle, oder wie? Der Knoblauch, den habe ich jetzt hier schon mit rein. Das ist übrigens asiatischer Knoblauch. Ja, genau. Das ist immer eine ganze Knolle. Hier gehen wir jetzt ein bisschen... Ja, Moment, was hast du da drin? Schau mal her, da ist ja auch noch irgendwie so ein kleines... Was ist das? Das ist braune Butter. Ah, sag mal Nussbutter dazu, ja, oder? Ja, richtig, sag mal Nussbutter dazu. So, was hast du da drin? Weißwein. Ah, haben wir... Ja, stimmt, ich war ja im Keller unten, da haben wir da eine Flasche gefunden. Es ist in dem Fall ein Sauvignon Blanc aus Südafrika, deswegen ist es ein bisschen trockener, weißt du, das ist aus Afrika, ein bisschen trockener. Richtig, war es ein bisschen heiß. War es ein bisschen heiß, ist er trocken worden, gell? Späßle gemacht worden. So, und jetzt? Schwitzen wir es an, ein Esslöffel Maiskeimöl. Mhm, gut. Da geben wir jetzt unser ganzes Gemüse rein. Die Platte ist heiß. Wir schwitzen es farblos an. Ah, Knollensellerie habe ich vergessen zu sagen. Knollensellerie ist natürlich auch noch dabei. Jetzt weiß ich nicht, wird das dann mehr so ein bisschen eine Brühe, südafrikanische Art, weil da schwitzt das gerade an, weißt du? Wird es auch ein bisschen trocken drin wahrscheinlich, oder? Ja, das ist Haute Cuisine Bavarian. Gut. Nee, aber wirklich, das ist ein Basic, weil ohne dem kommt man gar nicht aus. Also das Endprodukt dann ist ein Gemüsefond oder Gemüsebrühe, können wir... Für jeden Soßenansatz benutzen oder wenn einer nur eine Suppe mag, das kann man einfach schon so essen oder kann man für Salate zum Dressing verfeinern, also das ist wirklich ein Basic. Also das braucht man eigentlich immer, wenn man irgendwie immer. Soßen oder zum Beispiel Salat, speziell ja den Kartoffelsalat irgendwie verfeinern will, kann man in Bayern zum Beispiel die Brühe nehmen. Genau. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist bei der Brühe, die wird dann nicht gesalzen. Ja, die lässt man köcheln, ohne sie zu salzen. Das genau. Macht man dann nachher beim eigentlichen Gericht. Kommt dann das Salz dazu. Genau. Mhm. Wir werden jetzt dann nachher nur noch Pfefferkörner, Wacholderbeeren und Lorbeer dazugeben. Und lassen es dann etwa kochen es einmal auf, nachdem wir es mit Weißwein abgelöscht haben. Mhm. Und lassen es dann eine Stunde leicht köcheln. Also nicht großartig aufkochen, sonst geht alles, was wir drin haben, noch oben weg. Also nicht wie ein Verrückter da oberste Stufe, sondern ist alles weg. Okay, dann haben wir das Wesentliche eigentlich schon wieder so weit abgearbeitet, was jetzt so die Brühe anbelangt, oder? Genau, jetzt schwitzen wir hier noch kurz ab mit unserem Weißwein. Ja. So. Lassen wir jetzt ganz kurz einmal durchrühren. Kannst du das Bild mal behalten? Ich hole dabei Wasser, mit dem wir das aufgießen. Ja, was mir gerade einfällt. Also draußen ist ja heute ein wunderschöner Tag. Also ich möchte fast sagen herbstlich, also sehr herbstlich warm oder fast im Herbst sommerlich warm und es ist eigentlich fast schon wieder ein bisschen brutal trocken, möchte ich sagen. Ich glaube jetzt während der Pause, da müssen wir schauen, ob wir nochmal irgendwo eine Flasche finden, meinst du nicht? Ja, schauen wir, was der Keller noch zu bieten hat. Na, schauen wir zwischenzeitlich, bis die Brühe soweit fertig ist, so etwa in der Dreiviertelstunde. Ob man noch in den Weiten der Abteilung afrikanische Weine im Keller unten noch irgendwie eine Flasche finden. Dreiviertel Stunde. Ich glaube da. So, jetzt hier nochmal. Das gießen wir jetzt mit ordentlich Wasser auf, das sind jetzt in dem Fall 4 Liter. Mhm, gut. Geben wir nochmal hier unsere Kräuter dazu. Jetzt die Tomaten. So. Und jetzt lassen wir es einfach kurz unter dem Siedepunkt aufkochen. Und dann drehen wir halt, bevor es überkocht, dann zurück und lassen es einfach nur ziehen. Ja, ist das jetzt dann simmern oder was ist das? Ja, dann? Richtig, genau. Also wir lassen es simmern quasi, richtig, oder? Genau. Ja, dann sind wir quasi durch und hätten eigentlich Zeit so für, sagen wir mal, afrikanische trockene Dreiviertelstunde, oder? Korrekt. Und dann sehen wir uns dann so dann wieder, wenn die Brühe fertig ist. Machen wir es ja so. So machen wir es. Ja, dann bis nachher. Servus. Da war ja mal.